Ja, bis 2014 hatten wir einen nachfragegetriebenen starken Anstieg der Milchpreise, demzufolge auch dann der Produktion von Milch weltweit. In 2014 ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage gekippt. Wir hatten einen starken Rückgang der Nachfrage. Das Angebot ist weiterhin bestehen geblieben, weil die Produktion auf einem Landwirtschaftsbetrieb nicht so schnell zurückgefahren werden kann. Und seit 2014 haben wir also erst einen deutlichen Absturz der Milchpreise gehabt und seitdem deutlich volatilere Verhältnisse als früher. Zum einen haben wir natürlich Schwankungen von Angebot und Nachfrage über die Saison, saisonale Produktion, saisonale Nachfragespitzen. Zum anderen ist es aber so, dass wir eine Korrelation zum Ölpreis festgestellt haben, die ist sicherlich nicht direkt ursächlich miteinander verbunden, sondern getrieben, beides getrieben von Konjunkturentwicklungen weltweit. Und da wissen wir, dass wir in den letzten 5 bis 10 Jahren eine stark schwankende Konjunkturentwicklung hatten. Und in der Entwicklung der Milchpreise haben wir auch noch einige Sonderfaktoren. Der wichtigste Faktor, der zu dem starken Anstieg der Milchpreise weltweit geführt hat, war die Konjunktur in China und die damit verbundene Nachfrage. Diese Nachfrage bremste sich 2014 deutlich ab. Parallel dazu gab es die Ukraine-Krise mit dem daraus folgenden Embargo, das Russland gegen westliche Lebensmittel verhängt hat. Die EU hatte bis dahin Russland mit Käse beliefert. Der wichtigste Exportmarkt für europäischen Käse fiel weg. Parallel dazu konnte australische Butter nicht mehr nach Russland exportiert werden. Auch das ein wichtiger Exportmarkt für australische Milch. Und es gab also damit schon einen gewissen Überschuss am Weltmarkt. Dem setzte die EU dann noch eins drauf, indem sie 2015 die Milchquote auslaufen ließ. Die Milchquotenregelung hat bis dato die Liefermenge eines jeden Landwirts in der EU beschränkt, sodass auch insgesamt die Menge an Milch, die die EU am Weltmarkt platzieren wollte und musste, beschränkt war. Mit dem Auslaufen der Regelung kamen größere Volumina auf den Markt und dies alles führte letztendlich zu einem starken Preisverfall an den internationalen Märkten. Der Markt wird sich auf jeden Fall erholen, wir wissen noch nicht genau wann. Die Landwirte haben in Reaktion auf die abgestürzten Milchpreise ihre Produktion eingeschränkt. Wir sehen aber seit dem Sommer 2016, dass sich die Nachfrage wieder etwas belebt, die globale Exportmenge steigt langsam wieder und auch bei dem Preisniveau gibt es positive Anzeichen in die richtige Richtung. Die Aussicht für Investitionen in die Milchwirtschaft sind mittelfristig positiv. Wir gehen davon aus, dass es zu einer Ausbalancierung von Angebot und Nachfrage kommen wird und dass also vor allen Dingen in den Gegenden Australien und Neuseeland Kostenführerschaft weiterhin erreicht werden kann, sodass dort interessante Investitionsmöglichkeiten bestehen. Was bedacht werden muss, ist, dass wir deutlich volatilere Märkte haben und die Investitionsstrategie das berücksichtigen muss. Dieses Potenzial ist zum Beispiel im Biomarkt. Der Markt für Bio-Lebensmittel wächst seit den 90er Jahren stetig und hat innerhalb der Lebensmittelsegmente die höchsten Zuwachsraten und auch die höchste Stabilität. Die Erzeugerpreise für Bio-Lebensmittel unterliegen wesentlich geringeren Schwankungen und wir haben eine Mittelschicht, die Nachfrage generiert. Weltweit wächst diese Mittelschicht auch durch wirtschaftliches Wachstum, zum Beispiel in den asiatischen Ländern, wo das Bewusstsein für nachhaltig produzierte ökologische Lebensmittel ständig wächst. Und wir haben damit einen steigenden Umsatz von Bio-Lebensmitteln. Die Investitionen in Biomilchproduktion
stellt uns außerhalb des beliebig austauschbaren Standardproduktes. Wir produzieren nach Spezifikationen und wir nutzen eine Marke. Die Marke Bio ist tatsächlich weltweit eine der stärksten etablierten Marken im Lebensmittelbereich. Sie wird durch eine EU-Richtlinie in den USA durch Gesetzeswerke beschrieben und unterstützt. Das wird auch zum Beispiel in dem Wachstumsmarkt China sehr stark anerkannt. Und wir haben mit unserer Produktion nach den Bio-Richtlinien ein zertifiziertes Produkt für einen hochpreisigen Markt. Nein, das ist es nicht. Es gibt zum Beispiel in Australien den Hersteller Bellamy's. Die Nachfrage dazu kommt hauptsächlich aus China. Wir haben dort eine sehr niedrige Geburtenrate und das ist ähnlich wie in Europa. Die Kinder wachsen sehr behütet auf. Nur das Beste ist gut genug für diese Kinder und da ist Bio eben assoziiert mit hoher Qualität und einem sicheren Produkt. Das muss man trennen in den technischen Aspekt der Umstellung. Das ist ein Prozess, der 2 bis 3 Jahre dauert, je nach Zertifizierungsart. Und in die praktischen Aspekte. Praktisch ist es so, dass unsere Kühe Tag und Nacht auf der Weide stehen in Australien und Neuseeland, wo unsere Betriebe sind, dass wir ein sehr naturnahes System ohnehin fahren. Insofern der Schritt, eine zertifizierte Bioproduktion zu betreiben, für uns relativ klein ist. Wir haben mit der Molkerei, mit der wir es in Neuseeland zu tun haben, eine Prämie ausgehandelt und auch eine Unterstützung, finanzielle Unterstützung während der Umstellungsphase. Mein Fazit, der Markt entwickelt sich positiv, dynamisch. Wir haben die Möglichkeit, da wo die Infrastruktur sich anbietet, Betriebe auf Biomilchproduktion umzustellen und damit Investoren ein profitables Investment anzubieten.